Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Hollys Sportgeschimmel. Ja, soeben ist das kleine Derby zu Ende gegangen. Bayer Leverkusen, 1. FC Köln. Ergebnis 0 zu 1. Ja, jetzt haben wir mal endlich wieder so einen kleinen Großen geschnappt, wo wir als am Überlegen waren, können wir gegen die Mannschaften bestehen oder nicht. Heute hat sich's bewahrheitet, wir können gegen diese Mannschaften bestehen. Wenn wir 110% geben und etwas Glück haben, bestehen wir auch gegen diese Mannschaften. Ja, zum Spiel, Baumgart hat vier Wechsel vorgenommen für Chapeau, Horn und Lubicic, die auf die Bank mussten. Ja, kam dann Hübers, Hector, Duda und Andersen, überraschenderweise für mich Andersen, weil auch Uth ausgefallen ist, der krank war. Ja, wir haben bisher 67 Spiele gemacht gegen die Werkself, haben 16 gewonnen. 25 Mal hat man sich Remis getrennt, also unentschieden, und 26 Spiele haben wir verloren. Heute kommt natürlich ein Sieg dazu, der beschert uns dann 39 Punkte. Ja, man hat vielleicht den Pillen noch nicht mal angemerkt, dass sie vor 65 Stunden noch in Bergamo gespielt haben. Das Spiel hat sehr, sehr intensiv angefangen, muss man sagen. Es war auch teilweise sehr, sehr hektisch. In der 17. Minute hat der Paulinho eine riesengroße Chance, die er leider versemmelt hat. Und in der 21. Minute hatte der FC eine Chance durch Kainz. Aber es war mehr oder weniger auch nur ein Flugball, den der Keeper von der Werkself halten konnte. Was dann eben halt ja, vielleicht zu unserem Glück beigetragen hat, war, die Werkself musste schon zweimal auswechseln in der ersten Halbzeit. In der 13. Minute kam dann Fosu Mensah für Finpong und in der 27. Minute Adli für Florian Wirtz. An der Stelle möchte ich mal sagen, egal wie das auch immer gelaufen ist, Florian Wirtz, ich schätze mal, also ich kann hier keine Ferndiagnose stellen, aber hat sich wahrscheinlich eine schwere Verletzung, sprich Kreuzbandriss, zugezogen. Ich weiß es nicht, ich will da auch nicht spekulieren. Das tut uns natürlich allen leid. Und man hat das auch gesehen, es war ein, ja, ein Foulspiel war es, aber es war jetzt nicht ein überhartes Foulspiel. Also der Kölner Spieler, ich glaube, es war Kilian, konnte nichts dafür. Und an der Stelle muss man sagen, wollen wir sportlich sein und wünschen dem Florian Wirtz, den wir ja auch wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft brauchen, bei der WM in Katar, an der Stelle alles, alles Gute, und hoffentlich ist es nicht das, was wir hier alle befürchten. Denn das wäre schlimm für den Jungen, er ist 18 Jahre und ist mit Sicherheit das größte Talent in Deutschland. So. In der zweiten Halbzeit ging es hektisch weiter. Wir hatten eine Chance durch Modest Kopfball. In der 64. Minute ist dann Skiri ausgewechselt worden und Duda. Für die kamen Schindler und Lubicic. Und diese beiden haben dann durch hervorragende Vorarbeit von Lubicic, der sich wunderbar durchgesetzt hat am linken Flügel, praktisch an der Außenlinie, bringt den Ball nach innen und er sollte genau dahin kommen, wo er hingekommen ist. Und Schindler hat ihn, muss man an der Stelle ganz klar mal sagen, technisch hervorragend genommen und hat ihn eingeschweißt zum 1 zu 0. Ja, wenn man wie Leverkusen solche Chancen wie der Aspern da, also wenn du die Chancen nicht machst, dann hast du auch nicht verdient, 3 bzw. 1 Punkt zu machen. Somit hat der FC dann nachher mit Glück und Verstand das Spiel über die 94 Minuten gebracht und hat endlich mal wieder bei der Werkself 3 Punkte machen können, worüber wir natürlich alle sehr, sehr glücklich sind mit 39 Punkten, Freunde. Da können wir wunderbar leben. Ich möchte euch jetzt noch bei den nächsten beiden Spielen, die heute noch folgen, viel Spaß wünschen. An der Stelle möchte ich noch erwähnen, in dem letzten Video hatte ich ja gesagt, ein Trainer wird es erwischen, entweder auf Gladbacher Seite oder auf Berliner Seite. Und es war auch so, Korkut wurde heute Morgen, ja, wie sagt man so schön, von seinen Aufgaben entbunden. So, das war wieder ein Sonntagsspiel. Vorige Woche gegen Hoffenheim war auch ein Sonntagsspiel. Die Schachte konnten wir wieder wettmachen. Dann haben wir dann nächste Woche wieder ein Sonntagsspiel und dann eine Woche später spielen wir den Freitag. Sonntag kommt dann die Borussia aus Dortmund und Freitag fahren wir an die alte Försterei. Mal sehen, was da noch alles drin ist. Ja, nach der Leistung heute muss man sagen, buh, dann haben wir auch gegen Dortmund die Chance zu bestehen. An der Stelle möchte ich mal sagen, wer für mich heute die guten oder überragenden Leute waren, mit Abstand
Salif Öcalan, der ja auch Spieler des Monats im Februar war. Und so wie das aussieht, macht er an der Stelle weiter. Hervorragend, was der Junge kämpft, wie viele Zweikämpfe er gewinnt, was für Bälle er sich zurückerobert. Also allererste Sahne. Dann natürlich unser Captain Jonas Hector nicht aus der Ruhe zu bringen. Wunderbar. Und Schwebe unterstreicht immer mehr, dass er eigentlich die Nummer 1 ist, beziehungsweise eigentlich, er ist die Nummer 1. Freunde, damit lässt sich gut leben an einem Sonntag. Guckt euch die nächsten zwei Spiele noch an. Dann wünsche ich euch noch ein schönes restliches Wochenende. Bleibt alle gesund. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Olli. Ciao.